Wie viel Zentimeter ist mein Oberarm geschrumpft? Seit 4 Monaten bin ich auf Diät und habe mich von ca. 100 Kilo auf 90 Kilo runterdiätet. Erheblich Fett zu verlieren, ohne Muskelmasse abzubauen, ist quasi unmöglich. Und deswegen vergleichen wir jetzt meinen Oberarm von vor der Diät mit nach der Diät. Gleicher Ort wie damals, nur 4 Monate später mit ungefähr 9 bis 10 Kilo weniger. Bei der letzten Messung hatte ich ungefähr 43,5 ohne Pumpen. So sieht das Ganze jetzt mittlerweile aus. Und jetzt schauen wir mal, wie viel kleiner die Keule geworden ist. Wie viel habe ich abgenommen? Schön über den Peak gelegen. Wir brauchen jeden Millimeter. Ja, knapp 43. Das bedeutet, wir haben nur ungefähr 0,5 bis plus minus 0 verloren. Ich bin stolz. Also traut euch zu Diäten, eure Keule, die wird nicht erheblich an Umfang verlieren. Und für mehr Schwachsinn, gerne folgen.